Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Equine Passion. Und was ist es denn? Was ist es denn? Es wird eine Postfolge! Es ist schon wieder soweit. Es ist inzwischen schon die vierte Postfolge. Es sind wieder richtig, richtig viele Nachrichten von euch eingegangen und das finde ich immer total toll. Denn es macht mir so viel Spaß, die Fragen zu beantworten, eure Briefe zu lesen, eure Briefe überhaupt auch zu beantworten. Und ihr schreibt immer so tolle Sachen. Ich bin so total gerührt. Also wirklich, ich spiele das jetzt nicht. Ich bin da wirklich immer total gerührt. Und das ist so, so toll. Den ersten Brief, den ich jetzt vorlesen möchte, ist der von Schlara. Schlara hat ja auch eine Reitbeteiligung und das funktioniert mit Schlara auch sehr gut. Das mal so am Rande angemerkt. So. Der Brief von Schlara war: Hi Fee, ich habe dich durch YouTube kennengelernt, dadurch bin ich auf Equine Passion gekommen. Ich finde deine Videos so toll und freue mich immer auf ein neues Video. Du bist mein Vorbild. Ich habe zwar gerade erst mit diesem Account angefangen, aber ich möchte später auch mal eine so tolle und große Araberzucht haben. Liebe Grüße, Schlara. Ja, ich spiele ja doch schon seit einer Weile. Wir waren ja jetzt schon bei 70 Folgen. Unglaublich. Und ich hatte natürlich anfangs auch nicht immer so Glück. Ja, es ist schon, was mich so wirklich nach oben gebracht hat, waren diese zweimal Glückstreffer beim Tierschutzverein, wenn ihr euch da noch dran erinnert, als wir Blitz und Dreamy und auch Stormy bekommen haben und die anderen zwei Pferde, ich glaube Aladdin und so, ja gut, die Schulpferde kenne ich jetzt nicht so ganz, aber die man halt dann auch als Schulpferde benutzen konnte. Das waren halt wirklich so meine Glückstreffer, die mich durchaus extrem weit gebracht haben. Weil wenn ihr euch mal dran denkt, Blitz hat ja jetzt doch schon einige Turniere auch mit Preisgeld gewonnen. Also super, super, super. So, der nächste Brief ist gleich darunter. Der ist von Lena2111. Hi, liebe Fee. Ich habe dich erst vor kurzem auf YouTube entdeckt, finde deine Videos mega gut und bin schon bei Folge 22. Ja, dann hast du noch ungefähr 50 aufzuholen. Ich habe aber noch eine Frage und zwar war ich gestern bei Equine Passion und habe bis 22 Uhr gespielt und jetzt logge ich mich ein und sehe, dass es noch 22 Uhr ist. Ist das bei dir auch? Ich habe auch noch mehrere Accounts. Was ich noch sagen wollte, ich und meine Freundin haben einen YouTube-Kanal. Sie heißen, es sind zwei, Kathi und Lena und unsere Tierwelt mit über 60 Videos. Hoffe, du schaust mal vorbei. Liebe Grüße, Kathi. PS, ich und meine Freundin teilen uns diesen Account. Mach weiter so tolle Videos und hast du Instagram. Ja, das war zu der Zeit, als ja Equine Passion so geleckt hat und dann diese Serverprobleme waren. Da war ja einmal das Spiel pausiert. Und deswegen konntest du dich da noch mal einloggen. Das habe ich dir aber auch schon geschrieben. Bei den YouTube-Accounts habe ich auch schon vorbeigeguckt. Ich finde die Videos gar nicht mal so schlecht. Aber ihr könnt natürlich noch ein bisschen an eurer Qualität arbeiten. Das ist jetzt aber eine Sache, die halt dann mit dem richtigen Equipment auch funktioniert. Und Instagram, nein, habe ich tatsächlich nicht. Ich bin auf YouTube, auf Twitter und auch auf Facebook unterwegs. Und ich habe eine E-Mail-Adresse für Fee. Das seht ihr immer am Ende meiner Videos verlinkt, wo und wer und wie und was. Da könnt ihr mich ja dann gerne mal besuchen kommen. Dankeschön für deinen lieben Brief. Magic Horses. Ich will jetzt hier zurück. Magic Horses steht bei mir so auf der nächsten Liste drauf.
Hi Fee, ich weiß nicht, ob du diesen Trick schon kennst, aber ich habe gehört, dass du gerne Roans züchten würdest. Also wenn du zum Beispiel beim Händler nur Schimmel und ähnliche angibst, kommen auch die Roans. Das ist mir gerade aufgefallen, weil sonst gebe ich immer keine Schimmel ein und wundere mich, wo die ganzen Roans sind. Naja, vielleicht konnte ich dir helfen. Wenn ja, würde ich mich sehr freuen. Liebe Grüße, Magic Horses. Ja, tatsächlich habe ich diesen Trick noch nicht gekannt. Und ich finde es immer super, wenn ihr mir auch solche Tricks schreibt, denn so ganz alter Hase auf Equine Passion bin ich ja jetzt noch nicht. Es gibt ja durchaus schon welche, die das Spiel 2 Jahre lang gespielt haben und die kennen natürlich dann alles von Grund auf. Und da bin ich immer total glücklich darüber, wenn ich mal so ein paar Tricks und Kniffe von euch auch zu hören bekomme. Dann gibt es noch einen Brief von Christine. Hi Fi, ich finde deine Let's Plays total toll, vor allem weil ich so auch immer wieder neue Equine Passion Funktionen, die ich noch nicht kannte, kennenlerne. Mach weiter so, liebe Grüße, Christine. Ja, weiter mache ich auf jeden Fall. Es macht mir auch super, super viel Spaß. Und die neuen Equine Passion Funktionen, ja, entweder lese ich mir die selber zusammen oder wie vorhin eben von Magic Horses. Ich bekomme die auch als Tipps und sammle die dann und gebe sie dann in meinen Videos weiter. Okay, dann der nächste Tipp kommt von Annabeth 34. Hallo Vieh, ich gucke deine Videos total gerne und möchte dir gerne einen Tipp geben. Es gibt einen In- und Exterieurrechner, damit du ausrechnen kannst, welche Noten deine Fohlen in etwa bei der Prämierung und Körung haben werden. Ja, den Trick kannte ich schon, da habe ich auch schon mal drüber gesprochen. Und es gibt aber noch einen Farbvererbungsrechner, hat sie mir dann danach geschrieben. Und ja, für deren Zucht ist das zwar nicht so wichtig, weil es mit den Arabern ja nicht so schwierig ist, da die Farbauswahl ja nicht so groß ist. Aber ich mit meinen Paints und Appis finde das immer ganz hilfreich, vor allem da ich ja auch auf Farbe züchte. Okay, genug, hier noch der Link, falls du den Tipp noch nicht bekommen hast. Farbvererbungsrechner. Ja, diesen Trick kannte ich noch nicht und ich habe ihn tatsächlich mal ein bisschen ausprobiert und das ist echt lustig. Also da ein bisschen rumzuspielen, den finde ich super. Dankeschön für diesen Tipp, Anna. Oder Annie heißt du. Entschuldigung, Annie. Dann streiche ich das auf meiner Liste auch mal ab. Also wenn ihr so ein kleines Kratzen hört, das ist dann immer der Kugelschreiber auf dem Blatt. Ich habe nämlich vor mir immer so einen Block liegen und da schreibe ich mir alles auf über die Videos, weil ich kann mir das nicht alles merken. So. I love my life. Hallo. Toller YouTube-Kanal, kannst du mich mal grüßen? Ja, ich höre das immer öfters, dass ihr gegrüßt werden möchtet. Ich mache das auch dann in den Brieffolgen natürlich. Denn in den anderen Folgen hat es leider keinen Platz und passt da kein Inhalt mehr rein. Das heißt, liebe, liebe Grüße an dich, I love my life und deinen Kanal, also deinen Account. Deinen Equine Passion Account. So meinte ich das jetzt. So, dann gibt es noch 2, 5, 7. Da ist sie. 257ers. Hey, ich verfolge dich jetzt schon länger auf YouTube und ich liebe deine Videos. Vor allem dann, wenn du mal etwas verpeilt bist, Grins. Es würde mich auch mal sehr freuen, wenn du meine Nachricht mal in einem deiner Videos vorliest und vielleicht mal meine Pferdis zeigst. Ganz liebe Grüße, 257ers. Ja, jetzt muss ich tatsächlich echt lachen. Wir schauen mal schnell auf deinen Account. Du hast schon extrem viele Pferde und ich klicke die jetzt mal kurz durch. Oh, das sind auch Araber. Ich klicke die jetzt mal kurz durch, während ich das mit meiner Verpeiltheit erkläre. Och, der ist schön. Ja, also es ist tatsächlich so, dass ich total verpeilt bin. Woher das kommt, ist schwer zu erklären, weil ich ehrlich gesagt das selber nicht so ganz weiß. Also so viel zum Thema Verpeiltheit, ne?
ich weiß das selber nicht so ganz, warum ich so verpeilt bin. Aber ein kleiner Grund ist vielleicht, dass ich eben als Kind sehr gestottert habe und deswegen auch immer noch ein bisschen so einen kleinen Hänger habe, wenn ich spreche. Das kommt vielleicht manchmal noch so durch. Ich hoffe nicht, ich hoffe, dass es euch nicht allzu sehr stört. Ganz schlimm ist es, wenn ich aufgeregt bin. Und da merkt man es dann extrem und dadurch habe ich vielleicht auch diese leichte Verpeiltheit, wobei die nicht nur vom Stottern kommt, sondern eben auch direkt von der kleinen Erbse da oben. So, du hast schöne arabische Vollblüter, bin ich ja richtig neidisch, vor allem auf die Apfelschimmel und auf die Bay Rowans oder Bay mit Graying? Bay mit Graying waren die. Auf die bin ich ja schon sehr neidisch, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Jetzt haben wir noch einen Brief. Ihr merkt schon, ich habe dieses Mal ganz, ganz viele reingepackt, weil ich nicht dazu gekommen bin, eine Folge aufzunehmen. Und deswegen ist die jetzt irgendwie ganz, ganz lang geworden und mit mehr als nur den üblichen 7 Briefchen. Angie schreibt: Hi Fee, ich liebe deine Videos wie die Pest. Deine Let's Plays sind voll witzig. Ich würde super gerne in deine Zuchtgemeinschaft kommen. Bin aber erst neu hier und wollte fragen, muss man einen Rowan haben? Naja, egal. Auf jeden Fall war ich total geschockt, als ich gesehen habe, dass du dieses Spiel spielst. Ich liebe dich mega. Ich hoffe, dass du mir in einem deiner Videos antwortest. Liebe Grüße, Angie. Ja, geantwortet habe ich dir schon. Ich habe ja 2 Zuchtgemeinschaften. Die eine gehört Araber und mir. Da züchten wir Araber in allen Farben und Formen und auch deren Mixe. Also das ist wirklich eine reine Araber und Mix Zuchtgemeinschaft. Und dann habe ich ja noch meine eigene, die Rowans Arabia. Da ich eigentlich nicht nur Araber und die auf allen Farben, sondern definitiv Araber Rowans züchten wollte, aber ich wurde dann angeschrieben und gebeten, dass mit mir dann Rowans gezüchtet werden können und zwar auch Rowans anderer Rassen, weil man ja gerne auch dann mal, wenn es um Rowans geht oder um die Farbzucht allgemein geht, gerne auch mal Rassen miteinander kombiniert. Und deswegen habe ich inzwischen meine Rowans Arabia für wirklich alle Rassen geöffnet. Ja, deswegen da vielleicht mal so eine kleine Erklärung diesbezüglich. So, jetzt ist es dann schon fast geschafft. Fast geschafft. Wo ist denn Thunderhorse? Da ist sie. Hallo Fiona Bravelake, ich finde deinen YouTube-Kanal echt mega cool. Deine Art, wie du bist, finde ich cool. Du bist eine meiner Lieblings-YouTuberinnen. Ja, da bin ich aber noch sehr klein dafür. Ich reite auch und mein Lieblingspferd des Hofes ist der Hannoveraner Wallach Alini. PS, ich hoffe, ich schreibe nicht zu aufdringlich, deine Thunderhorse. Nein, aufdringlich seid ihr überhaupt nicht. Und sollte es so sein, dann werdet ihr das von mir auch in einer Antwort zu hören bekommen. Da bin ich dann schon so ehrlich. Und deswegen, ich betone es immer wieder, ich freue mich über eure Briefe, die ich dann auch wirklich sehr, sehr gerne dann in einem Video vorlese. Alini ist ein, ich hoffe, dass ich das jetzt richtig ausspreche, denn es ist ein sehr, sehr schöner Name und auch total besonders. Ich glaube, dass ich mir den mal aufschreibe. Vielleicht nenne ich mal ein Pferd aus Equine Passion so, weil der Name gefällt mir. Der ist wirklich toll. So. Das war schon der vorletzte. Ich habe mir tatsächlich 10 von euren süßen Briefen notiert. Der letzte kommt von Paula Paula. Hallo Paula Paula. Liebe Vieh, durch Zufall habe ich damals deinen Account entdeckt, also den auf YouTube. Und ich habe dich auch gleich abonniert.
da ich dich einfach sehr sympathisch und auch lustig finde. Du bist meine Lieblings-YouTuberin und ich mag vor allem deine Videos über Equine Passion, von denen ich so gut wie alle gesehen habe. Ich bin nicht sehr gut in diesem Spiel und nehme mir bei vielen Sachen ein Beispiel an dir, weil du, keine Ahnung wie, immer alles auf EP so gut hinbekommst. Ich zum Beispiel kann mein Fohlen jetzt nicht zur Fohlenschau anmelden, da es genau einen Tag nach dem Anmeldeschluss geboren wurde. Aber bei dir hat irgendwie von Anfang an alles so gut geklappt. Okay, außer vielleicht Folge 14, glaube ich, bei Equine Passion, als du aus dem Urlaub wiedergekommen bist. Aber nicht mal dafür kannst du etwas. Ich bin ein riesiger Fan von dir und hoffe, dass du EP für immer weiter spielen willst. Auch wenn es mal nicht mehr so gut läuft wie jetzt. Mein Lieblingspferd von dir ist Vangelis. Das ist ja auch keine Kunst, sie zu lieben. Noch viel, viel Spaß beim Spielen und weiter so viel Humor in deinen Videos. Deine Paula, Paula. Oh ja, diesen Brief fand ich so toll. Und deswegen muss ich jetzt auch einmal meine Antwort vorlesen, weil ich war da so gerührt über diesen Brief, weil er so lang ist und weil er echt so lieb ist. Wirklich so, so lieb. Dankeschön, Paula, für diesen tollen Brief. Also, ich habe dann geantwortet, hey, oh mein Gott, was für ein lieber und toller Brief. Oh je, ich bin so emotional. Ich habe gerade Tränchen in den Augen und eine Gänsehaut. Ich mache definitiv mit EP weiter. Es macht so unglaublich viel Spaß. Es läuft zwar nicht immer alles so rund, wie es rüberkommt, aber es ist ja auch langweilig, wenn es so wäre. Zum Punkt Fohlen. Am besten lässt du die Stuten immer Mitte oder Ende Februar decken. Dann verpasst du keine Fohlenschau, denn dann kommt das Fohlen im Januar und somit am Anfang der Saison. Schreib dir dazu am besten eine eigene Notiz zu in deinen Kalendern. So habe ich das auch gemacht. Ich kann ja in der nächsten Folge nochmal zeigen, wie das geht. Ja, Vangelis ist auch mein Lieblingspferd. Neben Frömeli, ist auch logisch, waren ja meine ersten. Dankeschön nochmal für deinen lieben, lieben Brief und dir auch viel Spaß. Ja, also es läuft wirklich bei mir nicht immer alles so rund. Ich war ja jetzt schon zweimal ein paar Tage im Urlaub und habe danach festgestellt, dass ich entweder im Minus war oder die Pferde eben nicht mehr so toll drauf waren. Das heißt, es ist wirklich nicht so, dass alles total ohne Probleme funktioniert. Und das kommt vielleicht so rüber, weil es ja auch nur zwei Folgen in der Woche gibt und man da natürlich nicht den ganzen Überblick hat. Aber ich habe zum Beispiel auch schon zweimal die Fohlenschau verpasst. Also von dem her, mach dir nichts draus. Das kommt bei mir auch vor. So, ja, und da flattert schon die neue Nachricht rein. Wieder eine. Die werde ich natürlich jetzt dann auch gleich nochmal beantworten. Und ich hoffe mal, dass es euch gefallen hat. Ich hoffe, dass euer Brief auch dabei war. Die nächste Postfolge kommt definitiv auch wieder. Und ihr könnt ja jetzt noch hier, ich verlinke euch mal das Let's Play von Equine Passion, falls ihr jetzt das erste Mal hier seid und mich vielleicht gerne abonnieren wollt oder mir ein Like da lassen und euch das Let's Play angucken möchtet. Bis dann. Ich hoffe, ihr schaut wieder rein. Eure Fi. Tschüss.